Sein, wie sich die klug spielende Martina Hingis hier aus der Affäre ziehen wird. Spiel Hingis. Erstes Spiel für das Ende. Wir sind wieder in der Essener Grogehalle, meine Damen und Herren, und wir erleben hier bislang eine fehlerlose Vorstellung von Karina Habschudowa. Jawohl. Und der dritte Fehler in Folge. Hat das sehr interessant. Der zweite Aufschlag. Spiel. Und erster Satz. 0:30.
Spiel Inges. Erstes Spiel, zweite Runde, das werden Sie. Passe ich bei der Fettung. Sich schon wirklich total verschätzt. Einstand. Der ist auch nicht so schlecht. Spielball für Martina Hinges zum Spiel. Ja, das ist natürlich fantastisch gespielt für eine 14-Jährige. Passe ich weiter. Vierteum. Einstand, Jus.
Gut gelassen. Gesetz, dennoch Satzball. Eieieiei. Da wackelte aber der Armball. Sprechen darf immer beim Alter von 14 Jahren, vielleicht der zweite Aufschlag. Der ist natürlich fantastisch gespielt. Mit welcher Lockerheit da die 14-Jährige ihre Rückhand durchzieht. 15. Spielt für eine Doppelhändig. Absolut. Dann ist, meine Damen und Herren, Sie haben nichts verpasst. Spielstand nach wie vor im dritten Satz für Karina Habschütowa. 2:1. Und das erste Break im dritten Satz ist perfekt. Up.
kreative Beispiele. 15-0. Spiel. Ging es. Ball kam genau auf die Linie. Spiel. Absolut. Eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann die unter den Top 10 auftaucht. 0-15. Aber das sollte sie mal sein lassen, mit diesem ständigen Schlägerwerb. Aus der Traum für Martina Hingis, hier erstmals in ihrer Karriere ein Halbfinale zu erreichen. Egal was war, Karina Habsdorfer hat